Wir befinden uns wieder am Fluss. Dort, wo wir schon des Öfteren waren. Doch es ist ein bisschen Zeit vergangen und wie wir sehen, das Gewucher hier ist höher geworden. Und das nicht nur ein bisschen, sondern die Pflanzen haben eine beachtliche Höhe erreicht. Das wollen wir uns nun mal angucken. Beispielsweise diese Gräser sind wirklich hoch geworden. Die reichen fast so halb so hoch, wie ich es bin. Wenn man sie mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, sieht man auch wirklich, wie groß sie sind. Das passiert, wenn man sowas nicht mäht. Dann wird es riesig. Ansonsten sehen wir natürlich hier immer noch den Bärenklau, der nicht entfernt wurde. Ich weiß nicht, ob das die invasive Art des Bärenklaus ist, die entfernt werden muss. Ob das wirklich der Riesenbärenklau ist. Ich habe das mal im Ordnungsamt gemeldet, ich bin mir aber nicht sicher. Naja, bisher ist nichts geschehen. Auf jeden Fall ist die Pflanze riesig. Was wir hier noch Neues haben, ist eine andere Pflanze. Mit relativ schönen Blüten. Auch sehr, sehr groß. Würde ja auch nicht bestehen, wenn letztendlich gemäht worden wäre. Man sieht Hundebellen hier auch. Das heißt, hier sind auch viele Hunde unterwegs. Meiner ist das in diesem Fall nicht. Deswegen störe ich mich daran ein bisschen.